even get to cross. Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu diesem kleinen Infovideo, wie immer zu einer neuen Version von The Forest. Und es ist einiges passiert, also aus meiner Sicht kann man wirklich von einem sehr guten Update sprechen. Es kamen viele neue Sachen raus, natürlich wieder neben allgemeinen Bugfixes und Audiofixes. Gibt es auch einige Multiplayer-Fixes, die ich ganz interessant fand, unter anderem, dass Kannibalen anscheinend den Host vom Multiplayer-Spiel bevorzugt haben. Das wurde jetzt behoben. Ist natürlich schön doof, wenn man dann Host ist und ständig hauptsächlich von den Kannibalen angegriffen wird, weil man eben Host ist. Jedenfalls soll das jetzt nicht mehr so sein. Die größte Neuerung ist wieder mal ein neuer Spielmodi, letztens Jahr mit dem Permanent Death Mode, und dieses Mal ist es der Regrow Mode. Ja, Regrow Mode. Seht ihr auch hier, steht da jetzt am T, Regrow. Ach, Regrowing steht da. Kann man auf Kopf. Kann man so schräg kannst gar nicht lesen. Naja, egal. Auf jeden Fall, wenn man dort dann im Shelter schläft, respawnen die Bäume neu. Das heißt, einige, nicht immer alle, aber manche, die wachsen dann neu. Das ist natürlich cool, weil erstens wachsen die Bäume dann neu. Da muss man nicht den ganzen Wald abholzen. Finde ich sehr interessant. Und das, vor allem, da denke ich jetzt auch mal, dass dieses Problem mit nach jedem neuen Update, dass dann wieder die ganzen Bäume da sind, ist das, denke ich mal, damit behoben. Ich habe es in den Change Logs jetzt nicht gefunden, aber ich denke mal, es ist so. Es gibt eine neue Essensanimation. Die würde ich mir dann auch mal angucken. Und auf jeden Fall gibt es dann noch ein Video zu diesen Sachen. Das kommt auch noch auf den Kanal. Es kommt später, weil ich das erst noch alles aufnehmen muss und so. Das kommt dann später. Das werdet ihr aber alles sehen. Das werde ich dann auch noch mal vorstellen. Wenn Kannibalen jetzt mit einem Giftpfeil abgeschossen werden, führen sie eine andere Animation aus. Sie werden jetzt nicht nur, sie kriegen nicht nur Schaden, sondern sie werden auch langsamer für einen bestimmten Zeitabschnitt. Das heißt, man sieht jetzt deutlich, dass die Kannibalen jetzt mit einem Giftpfeil abgeschossen wurden. Das habe ich auch noch so. Ich glaube, wenn ich das richtig verstanden habe, sollen sie dann auch noch andere Bewegungen ausführen. Ich glaube zum Beispiel, sie halten einen Arm nach unten oder halten sich den vor dem Bauch. So habe ich das, glaube ich, verstanden. Was jetzt auch endlich interessant ist, man kann endlich Sticks mit dem Lokschlitten abtransportieren. Das heißt, das Problem hatten wir auch öfters im Let's Play, dass das nicht funktioniert hat, leider. Und Vögel fliegen jetzt nicht mehr in diesen kleinen Kreisen, das kannten wir auch. Finde ich ein bisschen schade, weil so konnte man immer leicht Vögel finden und hat Federn bekommen. Aber das ist natürlich auch immer doof, wenn die dann also so rumfliegen und so weiter. Ja, das sind erstmal meine Informationen zu dem neuen Update, die ich rausgefunden habe. Die wichtigsten Sachen. Auf jeden Fall danke ich euch fürs Zuschauen. Lasst einen Daumen da, wenn euch das Video gefallen hat. Lasst einen Daumen da, wenn euch der Kanal gefällt. Und es kommt auf jeden Fall noch ein Video mit den Sachen, wo ich zeige, was alles neu rausgekommen ist. Das kommt, denke ich mal, auch. Ich kündige das mal für morgen an. Auf jeden Fall danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann in dem versprochenen Infovideo, wo ich euch alles genau zeige. Haut rein!